Der Medic. Nun, ich sage, ich bin passabel mit dem. Und mehr nicht. Ich habe normalerweise immer die normale Minigun ausgerüstet, die einen unbesiegbar macht, weil manchmal ist das Überleben wichtiger als so ein doofer Crit-Boost. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel einen Panzer vor sich hat, ne? Das spielt leider auch eine Rolle. Aber ganz ehrlich, man kann zwischendurch die Waffen wechseln. Das ist halb so wild. Das kann man jederzeit. Man kann die Klassen nicht wechseln während einer Welle, aber das macht nichts. Na okay, das macht schon was. Ich meine, an einigen Stellen würde ein Scout weniger bringen als ein gescheiter Heavy. Aber seht mal so. Wenn man die Waffen wechseln kann, dann bringt das schon einiges. Als Medic ist es die Hauptaufgabe, das ganze Team am Leben zu halten. Dazu gab es auch dieses eine Upgrade, dass der Medic deutlich mehr Sachen tun kann, um das Team am Leben zu halten. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt, hinterlässt er so ein komisches Hologramm-Ding. Wenn der Medic das heilt, dann kann er den Spieler an Ort und Stelle wiederbeleben. Was natürlich im Moment dauert, mit Überladung ein bisschen weniger. Aber hey. Der Medic hat sehr viele Upgrades, was die Minigun was die Medigun angeht. Zum Beispiel ein Projektilschild, der Wunder wirkt, sag ich euch. Rüstet ihn auf jeden Fall aus, der ist schon fast Pflicht. Der macht sogar Schaden an Gegnern, die da reinrennen. Ihr könnt jedes Projektil damit abhalten. Jedes. Egal auf welcher Stufe dieser Schild ist. Stufe 2 des Schildes erhöht nur die Reichweite von dem Teil. Dann wehrt es die Sachen auch ein bisschen außerhalb vom Sichtfeld ab. Außerdem könnt ihr die Überladungsrate erhöhen, die Länge der Überladung, die Heilung, die die HP übersteigt. Die Heilungsgeschwindigkeit, die übrigens auch euch selber betrifft, glaube ich. Und ihr könnt den Feldflaschenspezialisten ausrüsten. Ich glaube, bis zu dreimal. Der senkt nicht nur die Kosten, die Feldflaschen-Upgrades für euch sind, sondern auch überträgt er sie auf den ihr heilt. Das heißt, wenn der Medic jetzt zum Beispiel während seiner ganz normalen Unbesiegbarkeitsüberladung einen Crit-Boost mit der Feldflasche aktiviert, dann wird er auch auf den übertragen, der gerade überheilt wird. Und das ist sehr, sehr super praktisch. Da ich die normale Minigun sowieso immer bevorzuge, man kann, wenn man auf die Selbstheilung pfeift, man kann den Blutsauger als Spritzen-MG nehmen und dann noch das Upgrade kaufen, dass jeder getroffene Gegner kurzzeitig in saurer Milch gebadet wird. Das verlangsamt sie zwar nicht, aber ihr bekommt Heilung, wenn ihr diese Leute trefft. Und eure Teammates auch. Ihr könnt damit super Assistenz machen. Und euch noch nebenbei heilen, da der Blutsauger selber auch nochmal genau dasselbe macht wie die saure Milch. Ein Teil des Schadens wird als Heilung gut geschrieben. Und da so ein Spritzen-MG manchmal echt schnell schießen kann, vor allem wenn man Upgrades dafür hat, dann oh ja. Aber auch als Medic würde ich wie mein Scout ganz normal auf Support gehen. Das heißt, alle Resistenzen erhöhen, damit man länger lebt und mehr Leute unterstützen kann. Nun, dass die Nahkampfwaffe jetzt die Übersäge ist, ist ja wohl klar. Überladung schnell aufbauen ist praktisch der Trick, den man braucht. Es bringt nichts, wenn man Violine spielt und alle heilt, wenn die dann unter Beschuss stehen und dann trotzdem verkacken, wo eine Überladung mehr gebracht hätte. Ich würde sogar mit meiner Medigun so weit gehen, dass ich sage, nehmt die normale Medigun, es sei denn, das erste, was ihr seht, ist ein Panzer. Dann wechselt eben kurz zu Kritzkrieg, aber installiert keine Upgrades darauf. Benutzt die Kritzkrieg, bis der Panzer tot ist, vielleicht sogar ein Riese hinterher. Und dann geht ihr wieder zurück auf eure normale Medigun und macht dann weiter. Upgradet die und macht dann einfach weiter. Und glaubt mir, ein Medic mit einer sehr gut upgegradeten Medigun bringt schon einiges. Vor allen Dingen, wenn er wirklich überall rumläuft und auch Geld einsammelt, alle Teammates heilt und vor allen Dingen, wenn die Teammates gescheit sind.